So, und jetzt versprochen, was ich vorhin in meinem Video gesagt habe, dieses hier, Raritäten, also überwiegend Raritäten, Tschechen-Böller, Polen-Böller-Unboxing, das wurde mir so eingepackt, ne? Ohne Wenn und Aber, wenn wir es erstmal aufkriegen würden. Ne? Schauen wir mal, was da drin ist, Schönes. Ne? Das ist ja wieder wie Weihnachten hier. Das ist. Ich habe keine Ahnung, wie der das eigentlich eingepackt hat, hier derjenige, der Meister. Das ist der Kraus. Filmen mit einer Hand und mit der anderen noch hier auspacken, weil ich mein Stativ daheim habe. Daheim habe, hier im Auto noch habe. Das ist scheiße. Wollte ich jetzt nochmal hochholen. So, müssen wir mal ein bisschen schneller gehen hier, weil sonst wird es echt langweilig hier. Weil ich mag das selber in den Videos, wenn ihr 100 Jahre hier an so einer Verpackung hier rummachen, die Leute. So, das ist überwiegend, also auch ein bisschen P1 mit dabei. Und sowas, ne? Also ist schon geiles Zeug, müsst ihr mal gucken. Ne? Weil da könnte ich Ihnen nicht sagen, es war halt auch schweinebillig. Also, so. Also die Kiste ist definitiv voll. Ne? Das ist eine Riesenkiste hier. Ne, also jetzt mal der Größenvergleich hier. So. Fangen wir mal hier an. Ne? Ich mach das mal so hier. Bomb CE, ne Quatsch, ohne. Die sind ohne. 3 Euro in der Packung. Ne? 60 Gramm. Die guten alten sind wirklich geil. Die hier. P1. Original B habe ich heute leider vergessen zu testen. Ist mir aber erst zum Schluss eingefallen, weil die wollte ich eigentlich schon mal wieder mal dorthin schmeißen auf diese Straße, wo wir heute waren. Habe ich mal hierher. Also, die hat 70 Gramm eine Packung, 70. Die habe ich ja auch schon mal irgendwo, also die habe ich schon noch mal in meinem Sammelsurium irgendwo drüben. Da muss ich mal gucken. Keine Ahnung. So, hier. Die gleichen hatte ich ja heute getestet. Heute, siehe Mensch, bin heute zu blöd zum Denken. Die haben heute mein letztes Video, was ich hochgeladen habe, also das allererste oben im Kanal. Das sind noch die richtig Judenbombs mit 40 Gramm. Ja, und die ich heute getestet hatte, das waren Bomben mit 9,8 Gramm eine Packung, also. Und das sind halt noch diese guten alten, die Zwiebeln noch wirklich, also die haben echt Power, also die haben Saft wie Sau, also die kenne ich auch noch von früher, die sind Bayer 2012, die hatte ich da auch schon, also schon öfters mal gehabt. Die haben einfach bis Power, so. Ja, das ist halt auch noch eine Bomb Black, so ähnlich wie die Viper 1, Viper 1, no, ja, halt nur anderes Label, so rum. Eine Katze, hier rennen ja Katzen rum hier. Mensch, du, hier ist was los. So, auch 60 Gramm, also die sind alle ohne CE. Die haben zwar ein CE, also ein CE sind aber nur die alten, so rum. F3 halt. So. Hier geht's weiter. So, extra für den, ich sag's wieder, für den Pyro Lights DE. No, ich habe heute noch was gefunden, wenn ihr es sieht hier. Die Juden Alden, no, die waren billig. No, mit 110 Gramm, die neuen mit 50 Gramm gehen zwar auch, aber dann ziehe ich die lieber vor. Weil das Doppelte an Gramm ist Doppelte an Druck. Also die sind einfach bis gut. So, sind auch noch einige hier drin. So, hier ist noch eine. Ich weiß aber nie, wie viel ich überhaupt geholt habe. Also, weil die billig waren für 3 Euro. Da habe ich immer noch ein Partner gekriegt oder so. Ja, also, aber den Laden, den verrate ich definitiv niemanden. Weil, ja, Stamm, Fidschi. Also, ja, wird mal Mese. 60 Gramm noch eine. So, hier sind auch noch mal zwei Bomb Black
60 Gramm. Also die haben alle hier. Der ganze Stapel hat 60 Gramm pro Packung. Die kennt ihr bestimmt auch noch, oder der eine oder andere. Die ist ein bisschen, schleppt die ist ein bisschen schlecht gelagert. Aber das ist egal, das ist Bayer 2015 sind die. Müssen wir mal gucken, dass die nicht zu feucht sind, weil der hat die irgendwie von irgendwo hergehüllt. Ja, schauen wir mal. Nur Raritäten. Raritäten ohne Ende. So muss es sein. Ja, die kleben schon. Ich weiß nicht, die hat die bestimmt 120 Jahre irgendwo gelagert oder so. In irgendein, keine Ahnung wo. Ja gut, ist es egal, ich mache es jetzt nie auseinander. Weil sonst rüppe ich die ganze Packung auf und das ist dann nicht so schön, weil da liegen die überall rum. Weil ich mag das nicht, wenn das Zeug ungeöffnet überall rumliegt. Das kann ich nicht leiden, sowas. Das Zeug, das muss mindestens noch irgendwie verpackt sein oder dann in irgendeiner Tüte. So, und nochmal, auch nochmal zwei. So, nochmal drei. Wie gesagt, 60 Gramm. Ist alles 60 Gramm, der Stapel pro Packung. Ja, nicht, dass jetzt ihr irgendwie drängt, ach, der hat doch hier eine CE mit, was weiß ich schon, mit 20 Gramm. Nein, es sind alles alte Dinger, die schon ewig nicht mehr hergestellt werden. Also, könnt ihr mal reingucken hier, ne? Das ist schon geiles Zeug. Ja, also, das war ein sehr guter Preis, muss ich sagen, weil, ja, ist halt so. Classic Bomb Red. 40 Gramm. Alleine schon am Cover hinten sieht man das schon, weil das Cover ist ja hinten komplett auch, also das neue von den neuen Pump ist komplett schwarz, komplett bedruckt und hier an der Seite nämlich auch. Ja, also ringsrum dann praktisch im Quadrat, weil die habe ich schon gleich erkannt hier, also ich, weil ich kenne mich halt aus, ich mache das ja schon, wie gesagt, zwischen 20 und 22 Jahre böller ich mit dem Zeug schon rum, weil ich bin auch schon etwas älter halt. Man sieht es vielleicht nie auf den Videos, aber ich bin auch schon nicht mehr der Jüngste. Aber egal. So, das sind vier. Die schmeiße ich jetzt mal mit hier hin oder so, wenn ich mal ein bisschen Platz habe hier. Das bitte scheiß Stativ, das ist ein scheiß Stativ hier, was hier steht. Das nervt mich bloß. So. Sind aber nicht ganz so viele rote, das sind bis fünf. Aber die haben ordentlich Saft, also die sprengen schon irgendwas kaputt. Also, aber das macht man ja nicht. Wie zum Beispiel Erdhügel. So, hier weiter geht's. Schwarze. Der Stapel da wird immer höher. Könnt ihr euch ja mal durchzählen. Müsst ihr mal auf Stopp machen. So. Hier sind auch nochmal vier. Extreme. Na, die alten. Hier auch nochmal, also wie gesagt, die habe ich bis jetzt noch nicht getestet oder beziehungsweise also heute vergessen zu testen, weil das ging unter in meiner Hektik, weil irgendwie bin ich zu hektisch für solche Videos, aber egal. So, wie gesagt, Dumbum P1, 110 Gramm eine Packung, das sind etliche Packen nochmal, ich glaube 10 Stück. Ja, also nicht, dass ich euch jetzt hier irgendwie veräpple, weil ich mache das ja nicht. Das sind nur die alten 110 Gramm P1. Waren billig. Alles billig. Du kaufen alle billig. Aber die waren aber ziemlich nett, weil das war schon öfters mal oder so. Also. Ja, die könnten nur relativ gut Deutsch auch. Und das fand ich auch ziemlich gut. Weil es gibt. Manchmal muss man mit solchen Worten am meisten mit Händen und Füßen reden. Da muss man halt Breakdance machen hier. Damit die ihn überhaupt mal irgendwie verstehen. Aber die haben das sofort verstanden, fand ich schon relativ gut. Gehe ich auf alle Fälle vielleicht nochmal hin, aber nur dann für sowas hier, weil ja, ist schon gut, das Zeug. So, nochmal 110 Grammer, einfach bloß mega die Teile, mega, ein mega dumpfen Bums, also das, ja, das ist halt der weltbeste Knallkörper, Blitzknallkörper, sage ich mal, beziehungsweise Schallerzeuger, weil die in P1 sind. Na, nu, na, 110 Gramm.
So. Und noch eine. So, ich mache jetzt euch nochmal eine kleine Gesamtschwenkung. Ihr Lieben. No, und so sieht das jetzt praktisch aus. Rarität. Keine Ahnung wie viel. Ich glaube 20, 25 Packen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt nicht gezählt, weil es strengt an beim Film. Das müssen 5 sein. Da drüben die Original-Base in 3. Aber wie gesagt, habe ich schon noch nicht getestet. Hier, guckt euch mal den an hier. Das ist der Lukas. Na, der alte Knochen. 19 Jahre hier, der alte Hirsch. Aber fit wie ein Dornschuh. Und ein sehr verschmust. So, genau. Ja, das war wie gesagt, dieses hier, was ich euch gesagt habe vor uns im Video. No, so. Und dann werden wir die Fleischung mal testen, also, aber da muss ich mal gucken, wo. Aber wenn dann nur dann in der Tschechei, in Deutschland, wie gesagt, funktioniert sowas im Tisch. Hatte ich jetzt bei meinem CE-Knaller-Test-Video gesagt, das kann man nur im Ausland machen, weil die Leute sitzen einen nur im Kreuze, meckern rum. Ich habe schon wieder diese Delta-Variante, ne? War ein Scherz. Nö, und ja, wie gesagt, ja, nur noch in der Tschechei das Zeug verknallen. Da hat man ja da drüben seine Ruhe. Ja. Okay, Leute, da war das erste Mal zu dem Raritäten- und BL1-Unboxing. Ja, das müsste, glaube ich, schon das dritte sein dieses Jahr. Ja, und dann mal gucken, was ich jetzt da noch rankriege. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich erstmal der letzte Einkauf, weil das nimmt das bei mir alles überhand. Und irgendwann werde ich euch nochmal ein Video nochmal reinstellen mit meinem Gesamtsortiment. Aber das filme ich bloß mal aus dem Schrank. Also da filme ich halt mal in den Schrank rein, so rum. Und dann könnt ihr mal gucken, was ich so alles habe. Also ist schon gewaltig viel, also ist extrem. Ja, Guti, dann danke ich euch erstmal fürs Video anschauen. Könnt ihr was in die Kommentare schreiben, ob es geil war oder nicht geil war, das Video hier, also mit den Raritäten. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, also beim nächsten Mal wieder und ciao. Und danke, dass ihr mein Hobby mit mir, also dass ihr mein Hobby mit mir teilt, so rum. Ach Gott, ja, ich kann ja nicht mehr richtig denken. Alles klar, danke euch und ciao.